Herzlich willkommen bei Fidelity. Ja, Max und ich machen wieder ein Unboxing-Video heute. Wir haben was ganz Besonderes. Ihr wisst ja, ich bin hier im Hause ein bisschen der TAD-Liebhaber. Und am Dienstag haben wir schon für euch ein Video hochgeladen, wo wir die CR1 von TAD ausgepackt haben. Die sehr hochwertigen Kompakt-Lautsprecher. Tatsächlich. Ja, kompakt. Ach, tatsächlich. Tatsächlich. Das war gerade nicht geplant. Aber auf jeden Fall wollen wir auch die Elektronik heute dazu auspacken. Sehr interessant. Wir haben einmal den TAD D1000 MK2. Das ist ein CD-Spieler mit einer Vorstufe. Und anschließend packen wir noch die M1000 Endstufe aus. Ja, viel Spaß dabei. Max, willst du übernehmen? Ja, meine liebe Hi-Freunde, nochmal von meiner Seite aus herzlich willkommen zum neuen Video. Ich freue mich sehr tatsächlich, dass wir, ich wollte den Gag eigentlich als erster bringen, hast du mir geklaut. Das war nicht geplant. Ich freue mich wirklich sehr, die Geräte heute auszupacken. Ich habe TAD schon einmal gehört und das ist aber schon echt lange her. Das waren meine ersten norddeutschen Hi-Fi-Tage. Ah ja, okay. Also 5, 6 Jahre her oder sowas, glaube ich, dass ich TAD gehört habe. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt wieder auspacken. Oder als erstes Mal jetzt auspacken, damit da ja auch was Besonderes mit geplant ist mit den Lautsprechern und dem Equipment, sag ich jetzt mal so. Ich habe mich ja schon einmal bewaffnet sozusagen mit meinem Unboxing-Messer. Und dann wollen wir das einmal auspacken hier auf unserem kleinen Auspacktisch. Schönen Dank auch nochmal an den Vertrieb, dass wir die Möglichkeit haben, die wieder auszupacken. Genau. So, dann gucken wir mal rein. Okay, also wir sehen schon ein recht großes Accessory Pack. Mhm. Okay. Cool, die Fernbedienung liegt auf meiner Seite und ich merke schon, also es ist ein bisschen Gewicht bei der Fernbedienung am Start. Ich hoffe, ja, also ein Aluminiumdeckel sozusagen, die ist ein bisschen zweigeteilt. Ich halte das mal hier so in die Cam rein. Sieht von vorne recht cool aus, recht aufgeräumt, finde ich ganz schick. Kann ich mal sehen? Ja, gebe ich dir mal hier rüber. Ja. Ja, ist, ganz cool. Ist jetzt nicht sehr schwer, ist ein ist in gutes Ordnung. Gewicht. Aber vorne das Alu-gebürstete ist auf jeden Fall sehr schön. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn das durchgezogen wäre komplett. Also auch hinten. Das wäre vielleicht ein bisschen schicker und wertiger. Ja. Aber von oben ist ja schon Aber es ist trotzdem sehr stabil. Das ist jetzt kein Plastik, was irgendwie hohl ist. Auf jeden Fall, das ist jetzt kein Spielkram. Ja, das stimmt. Was haben wir noch? Owner's Manual mit Filzknoppen direkt mit dabei. Und jetzt kommt das Stromkabel und wir sehen es hier wieder. Stromkabel ist ein 0815 Stromkabel, leider. Was kosten die Geräte, Dimi? Du hast, glaube ich, die Preise im Kopf. 17.000 Euro. 17.000 Euro. Mhm. Also ich bin ganz ehrlich, für 17.000 Euro erwarte ich ein besseres Stromkabel. Ja, aber das macht irgendwie kaum einer, ne? Ja, ich verstehe es auch nicht, um ehrlich zu sein. Also ich verstehe es nicht. Wenn man das bei den Einsteigergeräten und so weiter macht, kann ich das alles nachvollziehen. Nur zum Beispiel andere Hersteller bei ihren Aktivlautsprechern, die senden auch gute Stromkabel, also besser ummantelte Stromkabel oder etwas wenigstens optisch schönere Stromkabel, damit man es auch zeigen kann. Von daher, normale Stromkabel kann man nicht so viel zu sagen. Ist aber in dem Fall nicht gegen TAD gerichtet. Nein. Das machen wirklich sehr das viele. Das machen eigentlich fast aber alle. Dafür sind wir auch da. Ne? Ganz genau. Ist wie die USB-Netzteilstecker für Bluetooth-Kopfhörer. Macht auch kaum jemand. Tatsächlich. Wir haben aber auch genug Netzkabel. Also. Eben. Uns fällt da schon was ein. Ja, das war es letztendlich vom anderen Accessory Pack, ne? Mach ich das mal wieder zu und stell das mal da hinten hin. Mhm. Du kannst ja schon mal anfangen, das Styropor da abzumachen. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber hat immer noch diese TAD-Form, so wie ich sie kenne, von denen, als ich sie das erste Mal gesehen habe.
Soll ich? So. Ja. Hast du? Super. Ja. Hat auch ein bisschen Gewicht. Auf jeden Fall. Ich sehe ja schon diese typische THD-Optik. Er hat gesagt, ich spüre sie. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, genau so sehen die Teile aus. Hammer. Hammer. Magst du einmal das hier wegziehen? Natürlich. Richtig schön. Richtig hübsch. Soll ich noch einen Gag bringen? Ja. Tadellos. Echt. Sieht Hammer aus, oder? Genau, lass uns mal kurz bitte die Anschlüsse angucken. Was haben wir hier? Also wir fangen hier links mal an. Wir haben hier analoge Outputs und zwar einmal als Balanced und einmal Unbalanced. Also XLR Balanced, Unbalanced, einfach normale RCA-Stecker. Du sagtest, es ist auch eine Vorstufe, ne? Ja. Okay. Dann haben wir hier die digitalen Eingänge. Also der analoge Output ist dann natürlich dann, um den Weg dann zur Vorstufe zu zur Endstufe zu gehen. Entschuldigt bitte. Als digitalen Eingang haben wir dann einmal hier den USB-PC, USB-Steckplatz sozusagen, um auch von unserem Laptop zum Beispiel hochauflösendere Dateien abspielen zu können. Wir haben den XLR D1 oder auch AS-EBU genannt, um hier digital reinzugehen. Haben noch zwei koaxiale und einen optischen. Außerdem haben wir noch hier einen 12-Volt-Trigger in. Wird dann wahrscheinlich auch für die anderen Komponenten sein, dass wenn man ein Gerät anschaltet, dass die anderen halt dann dementsprechend auch mit angehen. Was haben wir als Output? Auch wieder einen XLR und einen koaxialen. Also zwei, also einen letztendlich auch digitalen, ist ja AS-EBU quasi, wenn man so will. Lasst euch davon nicht täuschen, auch XLR kann digital sein und halt einen koaxialen Ausgang dann dementsprechend. Ja. Sehr aufgeräumte Rückseite, wie ich finde. Mhm. Finde ich eine ganz gute Datei. Hier hat man ganz klar das Ausgangspanel, hier hat man ganz klar die Eingangspanels. Dann kann man halt auch sich nicht verstecken, weil man hat das sehr weit voneinander weg sozusagen. Ja. Finde ich echt hübsch. Cool. Wollen wir den mal eben da drunter? Können wir machen, gerne, ja. Dann können wir das andere Gerät, können wir die Endstufe auspacken. Weißt du, was der wiegt, Demi? Nein, weiß ich nicht aus dem Kopf. Okay, gucke ich nochmal. Vielleicht finde ich das hier irgendwo. 23 Kilo. Das ist wahrscheinlich jetzt inklusive Karton, denke ich mal auch, weil also 20 wird der wiegen. Der ist ja auch richtig, der ist richtig massiv. Das gefällt mir richtig gut, das sieht richtig hübsch aus. Cool, also CD-Player und SACD hat er auch, ne? Ja, genau. Gut. Manche von euch werden sich jetzt wahrscheinlich denken, hä, na klar hat der SACD, der kostet so, so viel Geld. Es gab auch andere Hersteller, die für fünfstellig CD-Player gebaut haben, die kein SACD haben. Das ist für mich natürlich auch unverständlich, aber ich glaube, du weißt auch, wen ich gerade meine. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Die haben kein SACD in ihren CD-Player gepackt. Der kostete immerhin 11,5, glaube ich auch, oder sowas, ne? Mhm. Wahnsinn. Aber dafür wirklich ein sehr, sehr guter CD-Player. Ja, das stimmt. Das kann man nicht anders sagen. Ja, hier haben wir noch ein bisschen mehr Gewicht auf jeden Fall. Ja, hier haben wir jetzt den THD M1000, auch in der Farbe Silber natürlich, würde ich sagen. Es gibt noch den 2500er, das wäre noch mal eine Stufe höher. Interessiert mich auch sehr, bin ich auch mal gespannt, ob ich den auch mal bekomme. Wo liegt der preislich dann? Ich meine bei 25.000 Euro dann. 25, okay. Was ich auch noch an der Stelle sagen möchte, also wir haben ja schon das Video hochgeladen am Dienstag für die CR1, habe ich schon gesagt. Und am Sonntag werden wir noch ein Video hochladen, wo wir die Kombination CR1 mit der Endstufe und mit dem CD-Player zusammen vorführen. Also machen wir einen Hörtest. Und da habe ich mir vorgenommen, auch noch ein bisschen auf die Technik einzugehen. Also wundert euch nicht, heute werden wir ein bisschen nur auf die Optik, also ganz grob auch auf die Anschlüsse eingehen. Aber ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall noch ein bisschen technisches Wissen zu vermitteln. Hoffentlich hat Hajo Urlaub da. Damit ich das wieder umnehmen kann. Nee, kleiner Spaß, Hajo. Nimm dir das nicht weg, den Spaß. Ja, Hörtest macht auch immer sehr Spaß. Gerade für jemanden, der immer die anderen Videos macht, sag ich jetzt mal Unboxing-Videos und so weiter, da ist so ein Hörtest-Ausdruck auch mal sehr, sehr cool.
So. Willst du machen? Ja. Nochmal die Bedienungsanleitung. Firmino war ja eben schon mit dabei. Genau, und das europäische Netzkabel. Genau, also nichts. So. Mehr braucht man ja auch nicht. Nö. Also hier merkt man ganz klar, wo das Netzteil sitzt. Ist das jetzt vorne? Nee. Und dass die Front sehr schwer ist. Mhm. Na, vorne noch nicht. Jetzt aber. Das sieht so brutal aus, jetzt ja, mal ohne Scheiß. Ja, ja. Das sieht so gut aus. Hätte ich schwer Lust drauf, ganz ehrlich. Ja. Oh. Jetzt kommt's, ne? Zieh mal weg. Jetzt weißt du auch, was ich meine, ne? Ja. Ich muss, glaube ich, noch eine Pause machen. Kannst du mich mal coachen mit deinem Training, Max? Ja, können wir gerne machen. Schaut euch das mal an. Mich jetzt oder den TRD? Also für mich als Buchsen-Fan. Boah, alter Schwede. Hammer. Ja. Hammer. Wirklich. Jetzt mal kurz Live-Test. Haben wir einen Strom in Lautsprecherkabel hier? Um mal kurz was zu zeigen. Ich stöpsel das hier hinten mal eben ab. Buchsen sind immer schön und gut. Aber es gibt dann auch so Buchsen, wo die dann nur so halb reingehen. Ah, hier sind jetzt noch die Nupsis drauf. Jo. Lass uns die doch mal eben kurz ab. Oh, mach, schraub die mal ab auf deiner Seite. Oh, Alter, wie? Okay. Wie geölt. Also ja. Das ist wirklich Hammer. Uiuiui. Das ist Qualität. Ja. Boah, hätte ich echt schwer Lust drauf. Ja. Ich bin echter THD-Fan geworden. Ich werde das jetzt so oft sagen, bis die mir mal eine Anlage gönnen. Ja, Hammer. Was ich halt nicht mag, ist, wenn manche nur so dann drin stecken, ja. Gibt es ja auch. Bei mir muss es immer richtig drin sein, das ist hier wirklich gegeben, das finde ich richtig schön. Sieht richtig gut aus. Wunderschön. Was haben wir noch dran, Dimi? Eigentlich dann nur wieder die XLR und die RCA-Eingänge, mehr brauchen wir ja nicht, ne? Ja. Und den Trigger. Genau. Und wir können hier, ach, Autopower on und off können wir hier auch einstellen. Und hier können wir auch auf B-Amping stellen tatsächlich. Also wenn wir die als Mono dann quasi stellen, denke ich mal, B-Amp, einmal rüber, dann kannst du die als Mono schalten. Ja. Sehr, sehr cool. Hammer. Echt Hammer. Ja, Wahnsinn. Wird sich auch in unserem Studio ganz schön machen. Auf jeden Fall. Vor allem auch hier, in unserem grauen Raum. Ja, ne? Das würde hier wirklich super aussehen. Müssen wir uns noch überlegen, wo wir die aufbauen. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, was sagt ihr eigentlich dazu? Bitte kommentiert eure Eindrücke zur Optik. Klar, das ist wirklich jetzt hier High-End. Das ist was Besonderes, ja. Ja, das haben wir auch nicht täglich, muss man auch mal dazu richtig, sagen. Richtig, richtig. Ne? Und das ist uns auch bewusst, dass nicht jeder sich so eine Anlage kaufen kann. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, dass wir einfach HiFi-Liebhaber alle sind und einfach auch mal schauen wollen, was gibt es da eigentlich auf dem Markt, ne? An hochwertige Artikel. Ja, und das war noch längst nicht alles, was wir jetzt gezeigt haben. Es gibt ja noch so, so viele Sachen, die man zeigen kann. Das hier aber allerdings was Exotisches und das finde ich mal ganz interessant. Ja. Also die ganzen alteingesessenen Firmen, die man kennt, die auch schon seit Jahrzehnten für High-End stehen und für Luxusartikel stehen im HiFi-Bereich, die kennt man natürlich. THD, ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt, aber die sind ja eher etwas unbekannter, aber dafür halt exotisch und wirklich mit Top-Ausstattung und auch Top-Klang. Wie man ja auch dann schon, wie wir schon bewiesen haben, in einem THD-Hörtest zum Beispiel, dass die wirklich richtig, richtig geile Sachen bauen da drüben. Aber HiFi-Kenner kennen wirklich THD. Ja, definitiv. Ich fand das ganz interessant bei dem letzten Video vor einiger Zeit. Da haben wir MBL gegen Fine Audio, glaube ich, getestet. Und da sah man mich und Hayo und im Hintergrund die CR1 von THD.
Und einer der Kommentierenden hat dann auch gleich geschrieben, oha, da ist ja eben THD im Hintergrund. Ach, also echt? Da gibt es ein paar Leute, die kennen THD. Ja. Das war interessant. Ja. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen. Unboxing-Video mit uns beiden hier. Genau, falls ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt es gerne unten in die Kommentare, wie Dimi schon gesagt hat. Aktiviert die Glocke, lasst ein Abo da, das motiviert uns weiterhin immer, coolen Content für euch zu produzieren. Gebt dem Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, besucht uns auf unserer Internetseite auf. fidelity-hh.de oder schreibt eine E-Mail an shop@fidelity-hh.de. Dort findet ihr auch auf unserer Website, was wir noch erwähnen müssen, ein Kontaktformular bezüglich der Hörtermine. Da wir Hörtermine jetzt immer nur noch, wie gesagt, schon terminiert machen, um uns besser für euch sozusagen noch mehr rausholen zu können aus der Anlage, denn es ist nicht mal eben schnell aufgebaut. Man muss sich dafür schon etwas Zeit nehmen, um das halt auch perfekt spielen zu können. Denn wir streben immer nach dem Perfektionismus, was den Klang angeht. Ich glaube, ansonsten würden wir uns auch keine High-End-Sachen bestellen, um die auszupacken und zu hören. Mhm. Dann könnten wir, wie gesagt, bei den anderen Artikeln bleiben. Es ist nicht einfach mal spontan hingestellt. Nein. Also wenn ihr da spontan reinkommt, bemühen wir uns natürlich sehr, den besten Service hier zu bieten. Aber wenn ihr uns die Möglichkeit gebt, irgendwie ein paar Stunden, eigentlich auch eher einen Tag vorher, euch anzumelden, dann können wir das perfekt eben für euch aufbauen. Genau. Das ist unser Anliegen. Alles klar. Dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.